Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Black Ops Cold War. Ein bisschen Nuketown ballern, dachte ich mal wieder. Auch schon länger nicht mehr auf dieser Map hier unterwegs gewesen. Oh, da wird mal wieder Zeit. So geil ich Standoff hier auch finde. Aber Nuketown ist halt Nuketown, ne? Nuketown ist halt einfach nur geil. Mir macht die Map halt einfach extrem viel Spaß. Und von daher wird es mal wieder Zeit. Ich finde es auch echt cool, dass es hier den Modus bzw. die Map hier permanent spielbar ist. 24-7 halt. Und das ist doch perfekt. Perfektamento. Und ja, zudem hat man ja hier auch meist ein paar mehr Kills. Oh. Und dadurch level ich die Waffe hier in Süd. So zumindest der Plan. Jetzt weg erstmal mit dem Baseballschläger verprügelt. Auch geil. Also ein bisschen noch. Ja, auf Distanz hat das schon was, ne? Man darf halt nur nicht gegen Sniper-Heinis antreten. Denn ja, die brauchen natürlich nur eine Kugel und ich bin Alete. Oh, Granaten sind aber auch was ekliges, wa? Ich warte hier mal kurz, bis die Rohrgranate sich verzogen hat. Hallo? Und die hat einfach nur auf mich gewartet da oben, oder wie? Das sah ein bisschen komisch aus. Wieder in einer Tür? Nee. Aber im Haus liegt es inne. Sowas? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, sowas nicht. zielen ist halt manchmal so ein bisschen die größte Herausforderung, die ich mir selber so stellen kann, ne? Manchmal ziele ich halt irgendwo hin. Na, kommt der jetzt da? Kommt er nicht? Kommt er doch? Kommt er nicht? Kommt er doch? Kommt er? Kommt er da? Verdammte Axt. Ah, hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren, auch was so die Aufsätze betrifft. Primär aber erstmal das Visier. Ich bin ja irgendwie das Visier-Madin-Typ-Dings-Gedöns. Ohne ein anständiges Visier kann ich irgendwie immer nicht spielen. Das ist bei mir mal echt so eine Sache, oder? Jetzt renne ich hier irgendwie nur von Tod zu Tod. Nicht cool, nicht cool. Egal, weiter geht's. Sie sehen sie nix. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Feindliches Spionageabwehrflugzeug im Anflug. Ali, hallo, hallöle. Von hinten, schön. Team Deathmatch halt, ne? Spawnen noch auf der Seite, ne? Ja, ich weiß mal, ruhig wieder eine schöne Rauchgranate dann, damit Kinder mehr was sieht. Das ist doch ein super Plan. Ah, verdammt! Oh, da hat auch echt nicht mehr viel gefehlt. Schade. Aber manchmal reicht es halt nicht aus. Ganz einfach. Das ist halt immer auch so ein bisschen der Nachteil bei einer Burstwaffe. Die macht halt wirklich nur extrem viel Schaden, wenn du gut zielen kannst. Hä? Nee. Ich dachte, der liegt da noch. Liegt da natürlich nicht. Jetzt von links noch einer kommen. Sieht jetzt schon wieder nicht so aus. Oh. Und wieder von da. best spawn ever. Aber den Kill noch gekriegt. Ihr seid zurückgefallen.
Nein! Ach, der war da in der Raum. Hier sehen. Sausack. Ah, zwei Bursts brauche ich auf jeden Fall, ne? Zumindest mit den derzeitigen Aufsätzen. Ey! Misch die mal näher hin hier. Ich dachs. Ne? Kommt er bestimmt nochmal gucken, oder? Kommt er nicht? Kommt er doch? Kommt er vielleicht? Nein? Doch. Okay. Da kommt er auf jeden Fall noch über gucken. Zu lange auf der Position. Ah, ich muss halt gucken, dass ich halt irgendwie möglichst mindestens eine mittlere Distanz habe, ne? Denn auf mittlere Distanzen ist die Waffe halt saustark. Wie man da jetzt wieder sehr gut gesehen hat. Und dann nochmal. Wieder? Ja, ne? Die spawnen jetzt hier wieder irgendwo. Ja, noch spawnen sie da rechts, so wie es aussieht. Oh! Wo denn? Ich weiß nicht, von wo die Gegner kommen. Da ist einer! Wuhuhu! Ne? Auf jeden Fall dahinter. Aber irgendwie. Danke, Teammate. Das war eine eher langweilige Runde, oder? Ah, Team Deathmatch halt, ne? Ich mag Team Deathmatch einfach nicht. Wird auch mal wieder Zeit, so ein bisschen die Pelican mal weiter zu spielen, ne? Ich mal wieder nie so eine Idee. So, auf jeden Fall machen wir noch eine zweite Runde. Das ist mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zu wenig für eine Folge. Erstmal gucken, ob wir hier irgendwas Tolles vielleicht freigeschalten gekriegt haben für die Graf. Nur ein Griff auf jeden Fall. Gucken wir uns mal ankicken. Wir haben hier horizontale Rückschusskontrolle. Toll. Und das belassen wir auch dabei. Das macht ja irgendwie gar keinen Sinn, das zu wechseln. Ah, mach ich den hier wieder rein? Na komm, Abwechslung muss sein. Ein anderes Visier hatte ich jetzt noch nicht freigeschaltet, ne? Ach so, doch stimmt, wir hatten hier so ein Ding. Hätte ich das nicht sogar in der letzten Folge mal ausgewählt gehabt, aber ich habe es wahrscheinlich wieder in die richtige Ruf geklickt, wa? Das Ding sieht dann aber auch geil aus. Okay. Das machen wir auch mal glatt. So. Haben wir jetzt hier... Abschuss bestätigt. Jo. Dauert ein ganz kleinen Moment, wa? Machen wir einen ganz kleinen Cut, der geht im Busch ganz schneller, wa? Bis gleich. So, da sind wir jetzt auch in Runde Nummer 2. Okay. Könnte interessant sein, das Visier. Boah, das zoomt aber auch stark rein, ne? Man das irgendwie ändern? Ne, ja, glaube nicht. Manche konnte man ja auch umschalten. Weiß gar nicht, kann man denn in Cold War überhaupt so ein Visier umschalten? Wir sind vorbeigezogen. Oh, gab ja mal so eine Visiere in anderen COD-Teilen. Da war das möglich. Ah, hier glaube ich nicht. Ich mal einen Kill gemacht. Mal so ein bisschen was hier einsammeln. Wow! Und erstmal sterben. Na, ich glaube, das Visier. Oh Gott. Zoomt mir denn doch zu stark rein. Das ist von der Sache ja auch eine
Gewöhnungsgeschichte, aber glaub nicht. Vielleicht noch mit meinem Fadenkreuz? Fragen über Fragen. Ja, aber schon habe ich den nicht mehr gesehen. Das habe ich schon wieder so ein bisschen im Ruin gehabt. Das Visier verdeckt halt auch wieder ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Nee, das ist nichts für mich. Der Spawn ist auch nichts für mich. Das hat nicht gereicht. Lol. Wollte mir extra so ein Free Headshot und so holen. Okay. Das fühlt sich natürlich halt extrem schlecht an, ne? Boah, ich komme so gar nicht klar auf dieses Visier. Eieiei. Nee, das wird auf jeden Fall wieder gewechselt. Links ist einer. Okay. Zumindest ihn habe ich noch bekommen. Ode. Ich muss mich schon ziemlich krass konzentrieren hier, wo man hier so hinzielen muss. Das ist überhaupt nicht meins. Das macht bei mir echt einen riesen Unterschied, weil ich sag's ja immer wieder, ein anständiges Visier und ich ziele deutlich besser. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Alles sehr, sehr merkwürdig. Aber ich greife es doch auch nicht ändern. Gut. Oh, jetzt spawnen wir hier. Einmal dahin gucken. Okay, das war schon mal rechtzeitig und gar nicht so schlecht reagiert. Das Ding macht zu wenig Schaden mit dem Burst. Brauche ich da vielleicht doch noch andere Aufsätze? Es gibt ja Aufsätze, was die Schadensreichweite nochmal erhöht. Die Frage ist halt, ob das jetzt darunter gefallen wäre. Aber so weit war es ja jetzt nun nicht, oder? Fragen über Fragen. Antwort wir auch mal, gell? Na, kommt der dann nochmal? Das reicht halt nicht. Reicht einfach nicht. Das hat gerade so gereicht. Das ist halt immer noch so ein bisschen so eine Frage. Kann mich echt nicht entscheiden, ne, ob ich das gut finde oder schlecht finde. Spaß macht es auf jeden Fall, aber ob sie so wirklich geil ist, die Waffe. Ach, da fehlen ja echt noch ein paar so Aufsätze, um das ein bisschen besser beurteilen zu können. Bedrohung ausgeschaltet. Schnell mal so eine Spritze rein, Yang. So wie das zum Beispiel, ne? Ich habe ja jetzt schon voll aufgehalten auf den Kollegen. Hat nicht gereicht. Wahrscheinlich ist von dem Burst halt auch nicht alles angekommen bei ihm. Beziehungsweise hat nicht alles gehittet. Das ist ja dann oftmals so der Fall. Ah, die spawnen wieder hier drüben, ne? Na? Ja, sah so aus. Mann. So, warte mal, wir laufen jetzt erstmal hier rin und legen da so eine Mine hin. Wollen doch eh mal hier oben so ein bisschen gucken. Das war schon mal geil. Achso, das war hier meine Mine. Gar nicht. Selber. Seh nix. Mann, ne, das ist ja auch eine blöde Ecke. Camper-Ecke, wa?
wo eigentlich immer einer ist. Bei Nuketown Gedönse. Wow. Boah, voll rennt in den Headshot. Nice. Die Kugel wollte ich unbedingt haben. Beim Baseball mit mir, ne? Oha. Und das war wieder so ein Punkt. Das schiebe ich ganz gerne mal aufs Visier. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auf so einer Distanz mit so einem Zoom-Visier nicht klarkomme. Das war dann doch ein bisschen zu viel. Warte mal, was, wir holen uns jetzt hier erstmal hier das Ding hier. Wer weiß, vielleicht ist da ja mal was Geiles drin. Hier und da habe ich ja dann doch mal Glück gehabt. Habt ihr ja auch mal so ein Harrier drin gehabt, ne? Das war ja geil. Jetzt haben wir hier irgendwie sowas drin. Was ist das nochmal gewesen? Ach, das ist hier so ein Artillerie-Dingsbums, ne? Immer hier, einmal da, einmal da. Spawnen ja jetzt genau gegenüber, vielleicht. Oh, einer. Oh, hallo. Na ja, einer. Setze Näherungsmine ein. Was? Da. Boah, lol. Das ging viel zu schnell. Ah, die AK hat halt aber auch einen geilen Kugelschaden, ne? Das war schon immer so. Ist nicht schlecht. Kann halt auch manchmal echt nicht zielen, ne? Nur eine Marke. Kontrollier deine Ziele. Hä? Ich hab neu. Ja, ich hab neu Visier bzw. Fadenkreuz freischalten. Ich hab bald so einen Hubschrapp-Schrapper, aber heute die Runde ist auch bald vorbei. Ne? Wieder schön, aber die hat den Schuss. Ey, ich bin nicht kein Baseball. Achso. Immer die Bälle fangen. So viel dazu. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Nein. Achso, warte mal, wir haben ja hier so ein. Und so. Ah, schade, schon vorbei. Ah, ich glaube, die Runde lief ein bisschen besser, kann das sein? Ich glaube ja, von mir viel zumindest. Guck mal hier. Eliminierung in 37. Moja, immerhin, ne? Platz 2. Ja, ist ein alter Spiel. Ja, ging ja gut ab. Vielleicht nochmal defisiert man am Fahnenkreuz, was sagt ihr? Kann mich echt nicht entscheiden, bei sowas war das ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So. Denn hier 60er, 66er Magazin. Das ist mir Wursti. Das brauche ich auf jeden Fall nicht. Wenigstens bei etwas, wo ich mir eigentlich bin, ne? Sicher bin vor allem. Das ist doch schon mal geil.
So, wir wollen Fadenkreuz machen, das. Dann. Das geht ja auf gar keinen Fall weiter, das ist ja Blödsinn. Vielleicht das hier noch. Vielleicht das? Ist der Rand doch nicht ganz so dick, ne? Sieht zumindest jetzt so auf dem Bild so aus. Bei dem ist es ein bisschen dicker. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Irgendwann werde ich schon noch ein ziemlich cooles Visier hier finden, das mir hier Spaß macht auf der Waffe. Und bis dahin nehmen wir halt das, womit ich halt am wenigsten Probleme mit habe. Klingt doch nach einem Plan. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, genauso wie über ein Abo. Alles kann, nichts muss. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.